Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte Sie euch herzlich begrüßen bei dieser zweiten Ausgabe nun des politisch-literarischen Quartetts, diesmal aus der Volkshochschule Otterkring. Das erste Quartett war im BIFEP in Strobel, also St. Wolfgang, je nachdem. Mein Name ist Hakan Gürses, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Wir machen diese Veranstaltung in Kooperation mit der Volkshochschule Otterkring. Ich möchte mich herzlich auch beim Haus, bei allen Zuständigen hier, bei allen Kolleginnen und Kollegen herzlich für diese schöne Vorbereitung auch bedanken und für diese sehr gastfreundliche Aufnahme des Formats, das wir nun eben auch dieses Jahr anbieten. Wir werden dann noch einmal im BIFEP dieses Jahr ein drittes Mal sozusagen insgesamt das Quartett vorstellen, und das Ganze wird eben aufgezeichnet und wird dann im Internet zu finden sein. Ich habe Otterkring gesagt, und damit sind wir eigentlich beim sozusagen großen Tagesproblem auch gleich. Der Winter wirft seinen Schatten voraus. Die Direktorin dieses Hauses, İlkim Erdost, die eigentlich hier die vierte in diesem Quartett eben sein sollte, liegt seit einigen Tagen mit einer schweren Verkühlung im Bett, und sie hatte bereits ihr Handout vorbereitet. Vorige Woche sahen wir uns und sie hat gesagt, dass sie sich sehr freut auf diese Veranstaltung. Aber die Viren wollten es anders sozusagen, und sie kann leider nicht kommen. Sie bittet alle um Entschuldigung, und ich bitte Sie um Entschuldigung, dass wir heute ohne İlkim und somit zu dritt sozusagen auskommen müssen, und ich wünsche zugleich İlkim Erdost gute Besserung von hier aus. Uns geht es heute ein bisschen so, nur halt die umgekehrte Version, so wie bei den Musketieren. Die sind immer drei, aber treten zu viert auf. Wir sind sozusagen ein Quartett, das als Terzett auftritt heute. Aber das ist halt so, das gibt es manchmal. Ich will die Runde vorstellen, die dennoch sehr, sehr prominent besetzt ist sozusagen, möchte ich sagen, also das Podium. Zu meiner Linken, also zu meiner näheren Linken, Melanie Pichler, Magistra Doktorin. Sie hat in Wien Politikwissenschaft studiert und internationale Entwicklung, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziale Ökologie der Alpen-Adria-Universität in Wien. So ist es eben. Ja. Melanie Pichler ist Präsidentin der, ich weiß nicht, ob es auch sozusagen einen österreichischen Titel gibt, also einen deutschen Titel, deutschsprachigen Titel für diese Austrian Society for Southeast Asian Studies. Gibt es wahrscheinlich, ja, österreichische Gesellschaft für, genau. Und sie war davor Präsidentin von FIAN, von Food First Information and Action Network, also FIAN Austria. Ich erwähne es auch mit Stolz, Melanie hat in der ÖGPB, also bei uns, als Studentin damals sogar ein Praktikum absolviert und später dann ein Jahr lang, glaube ich, im Rahmen eines, oder ein bisschen länger sogar, im Rahmen eines Projektes als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Ihre Forschungsfelder sind unter anderem politische Ökologie, Staatstheorien, Hegemonie und Demokratietheorien und als Region Südostasien. Gibt es etwas, was du noch dazu sagen möchtest, was wir nicht kennen und sowas? Sonst nein. Zu meiner extrem Linken sozusagen, außen, links, außen, Magister Dr. Günther Sandner. Er hat Politikwissenschaft studiert, aber Geschichte, Germanistik und Publizistik auch, habe ich gelesen. Ja. Freier Wissenschaftler und Universitätslektor mit Verbindung, sage ich jetzt einmal, zum Institut Wiener Kreis und Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien. Günther Sandner ist zudem Obmann der Interessensgemeinschaft für politische Bildung, und vor 2 Jahren erschien seine politische Biografie von Otto Neurath. Austromarxismus ist auf jeden Fall ein Bereich, zu dem du arbeitest, Wiener Kreis und politische Bildung, dazu Demokratietheorien. Das sind so deine Schwerpunkte in Lehre und Forschung. Gibt es etwas, was ich nicht... Ich habe seit 7
Senior Fellow. Okay, super. Ja, und ich bin, wie gesagt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gesellschaft für politische Bildung. Ich habe in Wien Philosophie studiert und Theaterwissenschaft. Ich war 15 Jahre lang in der Lehre auch tätig, vor allem Uni Wien mit Schwerpunkt politische Philosophie und Kulturphilosophie. Ich war auch lange Zeit als Journalist tätig im ORF und als Redakteur der Zeitschrift Stimme von und für Minderheiten. Ja, also so viel zu uns, und ich möchte, Melanie, gleich mit dir beginnen, dich um deine Präsentation bitten. Wir haben vier Sparten eigentlich bei diesem Format. Eine Sparte ist historisch-politisches Buch. Das ist sozusagen das Buch, das du vorstellen möchtest. Dann haben wir politisches Sachbuch. Das wirst du vorstellen. İlkim hätte zur politischen Bildung ein Buch vorgestellt. Und dann gibt es noch die vierte Sparte, politische Belletristik. Und ich werde in dieser Sparte eben ein Buch heute vorstellen. Bitte, Melanie. Gut, vielen Dank für die Einführung und für die Einladung. Ich werde vorstellen heute das historische Buch, das aus meiner Sicht gleichzeitig auch ein Sachbuch ist, nämlich von Karl Polanyi, The Great Transformation. Ich möchte vielleicht zu Beginn kurz ein bisschen was sagen, warum eigentlich dieses Buch, oder was macht dieses Buch, warum ist dieses Buch eigentlich geeignet, es vorzustellen. Es gibt in den letzten Jahren mitunter sehr viele Bezüge zu Polanyi und vor allem zu diesem Begriff der großen Transformation. Das kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Das sind hauptsächlich Leute aus Politik und Wissenschaft oder auch Medien, die sich in irgendeiner Weise mit Krisenprozessen beschäftigen, mit ganz unterschiedlichen Krisenprozessen in Wirtschaft, Finanzwelt, Ökologie, Repräsentation und so weiter. Ich selbst komme aus der Umwelt- und Ressourcenforschung, und da ist das immer wieder ein großes Thema. Wir brauchen eine große Transformation, um diese Probleme in diesen unterschiedlichen Dimensionen bewältigen zu können. Und was aus meiner Sicht auffallend ist, ist, dass sich sehr viele auf diesen Begriff der Transformation oder auch der großen Transformation beziehen und damit auf Polanyi, aber ihn scheinbar auch wenige Leute gelesen haben, oder zumindest vermutet man, wenn man die Vorschläge sich dann ansieht. Deshalb denke ich, es ist ein klassischer, ungelesener Klassiker. Bevor ich zu den Hauptthesen komme, und ich bitte dich, Hakan, dass du mir so ein bisschen dann sagst, wenn ich weit über der Zeit bin. Achso, da besteht so heute bisschen. Kein Problem. Genau. Wir sind zu dritt, wie gesagt, genau. Also da haben wir gut Zeit. Ja. Ich möchte, bevor ich jetzt zu den Hauptthesen komme oder zu den Hauptbegriffen auch des Buchs, ein bisschen was zum Autor, zu Polanyi sagen. Er wurde 1886 in Wien geboren und studierte dann in Budapest Jura und Philosophie, arbeitete nach dem Ersten Weltkrieg dann in Wien, musste Österreich aber 1933 verlassen, weil er als Jude seine Anstellung verloren hatte. Er ging dann nach Großbritannien und war dort vor allem in der Arbeiterinnenbildung tätig. 1940 ging er dann mit einem Stipendium in die USA, und im Rahmen dieses Stipendiums wurde dann dieses Buch, ich zeige es jetzt auch mal, fertiggestellt, das 1944 erschienen ist. Er hatte dann diverse wissenschaftliche bzw. auch akademische Positionen in den USA inne und ist 1964 in Kanada gestorben. Ich denke, das ist ja sehr oft der Fall, aber ich denke, dass diese Biografie auch relativ wichtig ist, auch für dieses Buch, und warum er das in der Form geschrieben hat. Und ich komme damit zu wichtigen Thesen oder Inhalten. Also eigentlich dreht sich das gesamte Buch um die Erklärung der Frage, warum kommt es in den 1920er, 30er Jahren zum Zusammenbruch des internationalen Systems, zur Weltwirtschaftskrise und dann vor allem zum Aufstieg des Faschismus. Karl
Karl Polanyi war selbst eben davon betroffen. Und genau, das ist letztendlich die, darum dreht sich das gesamte Buch, und die Hauptthese, die angestellt wird, ist, dass dieser Zusammenbruch des internationalen Systems mit dem Ersten Weltkrieg und dann auch die Wirtschaftskrise und vor allem auch die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre den Ursprung hatte in den, wie er das sagt, in den utopischen Bemühungen des 19. Jahrhunderts, eine selbstregulierende Marktwirtschaft zu errichten. Und im Verlauf des Buchs versucht er, diese These weiter auszuformulieren, und ich werde jetzt ein paar zentrale Begrifflichkeiten und Unterthesen, könnte man sagen, nennen. Vielleicht gleich zum ersten zentralen Begriff, weil der auch hier bereits vorgekommen ist, nämlich jenem der Marktwirtschaft. Das ist der zentrale Begriff, einer der zentralsten Begriffe im Buch. Er verwendet, das ist ja vielleicht auch ganz interessant, er verwendet hauptsächlich den Begriff der Marktwirtschaft, nicht etwa den Begriff des Kapitalismus. Und er definiert die Marktwirtschaft als ökonomisches System, das ausschließlich von Märkten kontrolliert, geregelt und gesteuert wird. Die Ordnung der Warenproduktion und der Warendistribution wird diesem selbstregulierenden Mechanismus überlassen. Also das heißt, er beschreibt die Herausbildung eines Systems, wo, das er als Marktwirtschaft beschreibt, wo Märkte eine ganz besondere Rolle einnehmen. Also, und er geht dann relativ lang auf unterschiedliche Wirtschaftssysteme ein, in denen es immer Märkte, Austausch, Handel gegeben hat. Aber diese Märkte und dieser Handel hatte, das war nicht das Bestimmende des Systems, also, sondern der Handel hatte zum Beispiel die Funktion der Reziprozität oder des Eigenbedarfs, der Deckung des Eigenbedarfs oder der Redistribution, aber es war nicht selbstbestimmt. Erklärst du uns ganz kurz diese Begriffe, Reziprozität? Ja. Naja, also er beschreibt da, also einer seiner wesentlichen Forschungen ging ja auch zu dem, wie unterschiedliche Wirtschaftssysteme aufgebaut sind und was da bestimmend ist. Und da erklärt er beispielsweise, dass es in bestimmten Gesellschaften das Eigeninteresse und Gewinnmaximierung jetzt für ein marktwirtschaftliches System typisch sind, dass das mittlerweile dann auch so aussieht, als wäre das etwas, das im Wesen oder in der Natur des Menschen liegt, dass es aber nicht etwas ist, was wir in früheren Gesellschaften so finden, sondern dass der Handeln um zum Beispiel das Gehandelte dann in dieser Gemeinschaft wiederum aufzuteilen oder dass sie handeln, weil sie damit eine bestimmte Position, also weil sich damit bestimmte Mitglieder einer Gesellschaft eine gute Position sichern können oder eben für den Eigenbedarf zum Beispiel. Und da sagt er, das Bestimmende der Marktwirtschaft ist, dass Märkte systembestimmend sind und nicht einfach ein Anhängsel, das es auch gibt. Er sagt dann, es gibt nicht nur Märkte, sondern es gibt vor allem Märkte für bestimmte Waren. Und das heißt, es gibt nicht nur Märkte für Waren, die des täglichen Bedarfs, sondern es gibt insbesondere, das ist ein zentrales Charakteristikum der Marktwirtschaft, Märkte für drei Warengruppen, nämlich Arbeit, Boden und Geld. Und er beschreibt das als fiktive Waren. Warum als fiktive Waren? Weil als Waren beschreibt er etwas, das für den Markt produziert wird, um dann am Markt verkauft zu werden. Jetzt werden Arbeit, Boden und Geld in einer Marktwirtschaft zwar wie Waren behandelt, aber sie werden ja nicht für den Markt produziert. Dementsprechend, sagt er, es sind letztendlich fiktive Waren. Und die zentrale These ist, dass insbesondere die Märkte für fiktive Waren reguliert werden müssen, weil sie sonst die Gesellschaft als Ganzes zerstören. Und damit komme ich zu einem weiteren ganz zentralen Begriff,
nämlich jenem der Doppelbewegung. Das kommt auch immer wieder vor, wenn man von Polanyi hört. Und er sagt, eigentlich ist die gesamte Geschichte des 19. Jahrhunderts eine Geschichte einer Doppelbewegung. Nämlich auf der einen Seite gibt es das Prinzip des Wirtschaftsliberalismus, das das beschreibt, was ich jetzt mit der Marktwirtschaft beschrieben habe. Da gibt es einen selbstregulierenden Markt, da gibt es Freihandel, da gibt es unterschiedliche Prinzipien. Und da wird versucht, dass es selbstregulierende Märkte vor allem auch für Arbeit, Boden und Geld gibt. Und das steht dann, also da gibt es eine Doppelbewegung und eine Gegenbewegung des Prinzips des Schutzes der Gesellschaft, wie er das nennt, wo vor allem versucht wird, er nennt das die Erhaltung des Menschen und der Natur, wo eben genau versucht wird, dass diese fiktiven Waren nicht einem selbstregulierenden Markt überlassen werden. Und das dazu beschreibt er sehr umfassend unterschiedliche Schutzgesetze, Interventionen. Er beschreibt sehr genau den Übergang von einem feudalen System zu einer Marktwirtschaft, vor allem in England, wo er mit dem sogenannten Spinham Land Gesetz, das ist sehr ausführlich und für genau, also das ist auch sehr interessant, aber es ist wirklich eine sehr genaue, teilweise auch sehr entomologische Untersuchung, wo er beschreibt, wie das sozusagen so eine Pufferzeit war, in der versucht wurde, so den selbstregulierenden Markt ein bisschen aufzuhalten, und als das dann 1834 abgeschafft wurde, kommt es zu dieser völligen Liberalisierung, vor allem des Arbeitsmarktes. Das zentrale Argument, was er jetzt bringt, ist, dass sehr unterschiedliche Entwicklungen, die wir ab Beginn des 20. Jahrhunderts sehen, und da nennt er eben den Faschismus, da nennt er aber auch das New Deal-Programm in den USA und den Sozialismus, dass die ihre Wurzeln in einer nicht funktionierenden Marktwirtschaft haben und dass diese Entwicklungen oder Maßnahmen letztendlich alles Maßnahmen sind, und ich zitiere, die die Gesellschaft traf, um nicht ihrerseits durch die Auswirkungen des selbstregulierenden Marktes vernichtet zu werden. Genau, also das würde ich sagen, sind jetzt erstmal die zentralen Teile der ersten zwei Teile. Das Buch ist in drei Teile geteilt. Und er sagt dann im letzten Teil, dass der für ihn auch so ein bisschen ein Ausblick ist. Das heißt, wo sollte es denn eigentlich hingehen mit dem, was wir wissen? Und er meint, dass das Zentrale für eine zukünftige Transformation eben sein wird, dass diese fiktiven Waren, Arbeit, Boden und Geld, aus dem Markt herausgenommen werden. Das heißt, für ihn ist the Great Transformation natürlich einerseits dieser Übergang zur Marktwirtschaft. Man kann natürlich auch sagen, es ist another Great Transformation, da wieder rauszukommen. Und er sagt, dieser Prozess kann jetzt entweder demokratisch oder autoritär erfolgen. Das ist interessanterweise der Teil, der relativ wenig zitiert wird, aber ich finde es interessant, weil er plädiert hier sehr stark in eine bestimmte Richtung, nämlich er argumentiert für einen demokratischen Sozialismus und sagt, Freiheit und Demokratie und diese beiden Begriffe bestimmt er dann auch näher, was das für ihn bedeutet, sind ganz zentral in diesem Übergang, und da sehen wir dann eigentlich die Trennlinie zwischen Sozialismus und Faschismus, also zwischen dem, es gibt alle diese Entwicklungen, die reagieren auf dieses Prinzip des selbstregulierenden Marktes, das eben nicht funktioniert, aber wir können dann sehr wohl bewerten, wir können diese dann bewerten, indem wir danach fragen, wie demokratisch und wie der Grad an Freiheit letztendlich ist. Gut, das wären mal die inhaltlichen Thesen, und ich möchte jetzt noch ganz kurz was zur Kritik sagen und dann etwas zur politischen Bildung. Du hast Zeit, also. Okay, ja. Zur Kritik, ich würde sagen, dass
Einerseits ist das Interessante oder für mich das Interessante am Buch ist schon, dass es sehr stark in eine bestimmte in eine Richtung plädiert, dass die Gesellschaft von einer, also bestimmte Logiken hat und bestimmte Strukturen hat. Das finde ich einerseits sehr erfrischend, weil das etwas ist, was in der heutigen Zeit scheint, alles sehr beliebig zu sein und wir können eigentlich nichts mehr über die Welt sagen. Da ist das eigentlich, da ist das sehr gut. Man könnte natürlich auch sagen, es hat ein bisschen eine, es ist eine etwas funktionalistische oder deterministische Darstellung der Gesellschaft. Was bedeutet, dass wenn bestimmte Dinge passieren, dann passieren automatisch bestimmte andere Dinge. Also das, und das hat auch zur Folge, also das heißt, es wird argumentiert, wenn sich die Marktwirtschaft ausbreitet, dann agiert die Gesellschaft letztendlich automatisch und als Gesamtes im Rahmen dieser Gegenbewegung. Da fällt dann ein bisschen heraus, was eigentlich, wer das eigentlich tut. Also wer agiert da eigentlich? Das heißt, also es kommen natürlich und das, es kommen schon Akteure vor und es kommt das implizit auch stark vor, dass natürlich, dass es natürlich nicht egal ist, wer da am Ruder ist und wer da versucht zu intervenieren. Aber es ist nicht wirklich systematischer Teil der Analyse, würde ich sagen. Das heißt, das wäre so eine Kritik, die sich vor allem darin richtet, welche Rolle spielen denn eigentlich Akteure und vor allem auch kollektive Akteure für das, wie Gesellschaft funktioniert. Und das Zweite ist, es ist nicht unbedingt eine Kritik, weil das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, man schaut sich historische Bücher an, die in einem ganz anderen Kontext auch geschrieben wurden. Dementsprechend würde ich es jetzt nicht als Kritik unbedingt formulieren, sondern eher als, was heißt das für, wenn wir uns das in Bezug auf heute anschauen. Dann muss man schon sagen, das Buch ist natürlich sehr stark oder sieht Politik sehr stark als Politik von Nationalstaaten. Und da stellt sich natürlich die Frage, was heißt das eigentlich für die heutige Welt und wenn wir uns Transformationen beispielsweise, oder Transformationen im Plural, heute vorstellen, wenn wir uns aus guten Gründen nicht unbedingt auf den Nationalstaat konzentrieren wollen. Und dann möchte ich noch Bezüge zur politischen Bildung machen, beziehungsweise sehe das eigentlich vor allem auch als was kann uns das für heute, für die Analyse von heute bringen? Und da würde ich erstmal sagen, dass Polanyi das sehr explizit hat, nämlich die Bedeutung, und das würde ich auch für die politische Bildung als ganz zentral sehen, die Bedeutung von Geschichte und Gegenwart überhaupt zu verstehen. Und er sagt das ganz explizit, das möchte ich kurz zitieren, nämlich: Das vorliegende Buch ist kein Geschichtswerk. Wir behalten uns vor, uns mit Geschehnissen der Vergangenheit ausschließlich mit dem Zweck ausführlich zu befassen, um mehr Licht in die Sachverhalte der Gegenwart zu bringen. Also das heißt, es geht ihm sehr stark darum, also wir schauen uns Vergangenheit an, weil wir glauben, dass wir dadurch auch etwas für die Gegenwart lernen. Und ich möchte dazu in Bezug auf diese Gegenwart oder was... Inwiefern ist das Buch interessant für aktuelle Krisenprozesse, möchte ich jetzt dann noch zwei Zitate vorlesen, die ich inspirierend fand oder die, wo ich dachte, das ist schon lustig, weil das könnte man wahrscheinlich in einem Buch, das die heutige Situation beschreibt, vielleicht auch in dieser Form lesen. Mhm. Und ich denke da, also oder ich würde sagen, vor allem wenn es um Krisenprozesse geht, wie beispielsweise die Krise des Neoliberalismus, Ursachen für Autoritarismus und Faschismus oder auch zukünftige Transformationen. Die ich vorlesen würde, mich haben sie sehr stark an das erinnert, wie in der EU versucht wird, auf Krisenprozesse zu reagieren. Und ich lese dazu abschließend zwei Zitate vor. Die Rückzahlung von Auslandskrediten und die Rückkehr zu stabilen Währungen wurden als Prüfsteine rationaler Politik gewertet.
Und kein privates Leid, keine Verletzung der Souveränität wurde als ein zu großes Opfer gewertet, wenn es um die Wiederherstellung der monetären Bonität ging. Die Entbehrungen der durch die Deflation arbeitslos gewordenen, die Notlage der öffentlichen Bediensteten, die ohne Federlesens entlassen wurden, ja sogar der Verzicht auf nationale Rechte und der Verlust verfassungsmäßiger Freiheiten, wurden als angemessener Preis für die Erfüllung der Forderung nach einem ausgeglichenen Budget und einer gesunden Währung betrachtet, jenen vorrangigen Grundsätzen des Wirtschaftsliberalismus. Also ich denke an Griechenland, wenn ich daran denke, aber ich glaube, es trifft viele andere auch. Und ein Zitat, das in eine ähnliche Richtung geht, also er sagt das über die, beide Zitate über das, wie in den 20er Jahren auf die Währungskrise reagiert wurde. Obgleich die Anhänger des Wirtschaftsliberalismus in der Theorie gleichermaßen gegen Interventionen und Inflation waren, so hatten sie hier doch eine Wahl getroffen und das Ideal der gesunden Währung dem der Nicht-Intervention vorgezogen. Damit folgten sie der Logik, die einer selbstregulierenden Wirtschaft inhärent ist. Indessen tendierte eine solche Vorgangsweise zur Ausweitung der Krise, belastete die Finanzen mit dem unerträglichen Druck massiver wirtschaftlicher Umschichtungen und führte zu einer Akkumulation der Defizite verschiedener Volkswirtschaften bis zu einem Grad, an dem ein Zusammenbruch der Reste der internationalen Arbeitsteilung unvermeidlich wurde. Die Hartnäckigkeit, mit der die Anhänger des Wirtschaftsliberalismus in einem kritischen Jahrzehnt autoritäre Interventionen im Dienst einer Deflationspolitik unterstützt hatten, führte bloß zu einer entscheidenden Schwächung der demokratischen Kräfte, die ansonsten vielleicht die faschistische Katastrophe hätten abwenden können. Großbritannien und die Vereinigten Staaten, Herren und nicht Diener ihrer Währungen, gingen rechtzeitig vom Goldstandard ab, um dieser Gefahr zu entgehen. Genau, damit möchte ich es erstmal belassen. Vielen Dank. Ja, wir danken dir, Melanie, herzlichen Dank. Vielleicht verfahren wir so, dass ich, Günther, zuerst einmal dich frage, ob du Fragen hast an die Melanie oder etwas. Ich weiß, du hast das Buch eigentlich auch unlängst gelesen oder vor kurzem, zufälligerweise, das haben wir in der Vorbereitung besprochen. Vielleicht hast du da irgendwas, was dich auch interessiert hat, ein anderer Aspekt oder so. Oder, also ja, fangen wir mit dir an, dann stelle ich dir vielleicht eine Frage und dann werden wir sie euch bitten, bitte. Mhm. Na, eher in der Form von Fragen. Ich meine, die Inhalte sind jetzt sehr gut dargestellt worden. Das eine, das weiß ich nicht, also ich finde diese Figur des Polanyi unglaublich faszinierend. Und ich weiß auch von einem englischen Kollegen von mir, der hat jetzt kürzlich eine Biografie veröffentlicht, die ich leider nicht kenne, Garrett Dale heißt er. An einem Tag wie heute muss man sagen, nicht zu verwechseln mit Garrett Bale. Also ein Buchstabe ist anders. Und der porträtiert den, also das habe ich dem Titel und der Kurzbeschreibung nur entnommen, ganz offensichtlich als Sozialisten. Das passt ja auch zu dem, was du sagst, mit demokratischer Sozialismus. Aber ich habe also ein bisschen eine Lücke. Ich weiß wenig über den Polanyi der Zwischenkriegszeit. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Polanyi nach dem Ersten Weltkrieg relativ stark in die Debatte um die Sozialisierung involviert war. Da gibt es ganz viele Beiträge von ihm. Aber ich weiß eigentlich nicht, was der in den 20er, 30er Jahren gemacht hat. Das würde mich einfach interessieren, ob du da Informationen hast. Und zum Buch. Beim Buch interessiert mich halt, also was mich an dem Buch fasziniert hat, ich habe das einfach unter Anführungszeichen zum Vergnügen gelesen, ja, also so nebenbei, und habe jetzt deswegen auch keine besonders detaillierte Frage dazu. Aber was mich fasziniert hat, war an dem Buch, dass er doch eines macht, scheint mir, dass er eigentlich diese Ideologie, du hast das eh mit anderen Worten auch gesagt, diese Ideologie der Marktwirtschaft ziemlich gründlich in Frage stellt, durch eine akribische, ich finde schon gut zu lesende Untersuchung eigentlich diesem Argument den Boden entzieht, dass das Verhalten des Menschen mehr oder weniger naturgemäß so angelegt ist, dass die Marktwirtschaft die entsprechende ökonomische Form ist. Und das finde ich schon eine unglaublich große Leistung. Also ich finde, das ist so ein Buch, das wird nur bestenfalls alle 10 Jahre mal geschrieben. Mir würde einfach nur interessieren, ob du das auch so siehst, also ob du die, weil das wäre sozusagen auch ein sehr starker aktueller Bezug dieses Buches. Ja. Ja, ich befürchte, was
biografische Angaben anbelangt, bin ich jetzt nicht unbedingt eine Expertin. Also ich... Wir könnten googeln. Genau. Also das Einzige, was eben war ja in der Zeit in Wien auch schon in, für eine volkswirtschaftliche Zeitung tätig und hat sich eben, ich meine, mich würde es sehr stark interessieren, auch weil du dich ja auch mit Otto Neurath Figuren beschäftigt hast und ob es da wer und die hatten wann, gar keine leider, das, leider. Was ja auch interessant ist, weil, weil ich glaube, die, die hätten sich gut verstanden, denke ich mir. und also dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, was in den 20ern genau passiert ist. Er hat sich eben davor sicher auch schon in der Arbeiterinnenbildung engagiert und eben vor allem volkswirtschaftlich als Journalist und wissenschaftlicher und wissenschaftlich volkswirtschaftlich beschäftigt. Zur anderen Frage, das finde ich auch, das habe ich auch versucht darzustellen, also er legt wirklich, er macht das sehr akribisch und gründlich, dieser These des scheinbar natürlichen Marktes oder des scheinbar natürlichen Wirtschaftsliberalismus sehr stark in Frage zu stellen. Und das ist ein sehr starker aktueller Bezug, weil das dann natürlich in der Zeit, als dieses Buch dann herauskam, war dieser starke Glauben an den Markt ja vielleicht für kurze Zeit gar nicht so stark, aber der ist dann natürlich noch viel stärker wiedergekommen mit dem Übergang zum Neoliberalismus in den 70er, 80er Jahren. Und wir es heute ja schon auch mit sowas zu tun haben, dass auch wenn klar ist, dass dieses System völlig in der Krise ist, dann gibt es noch immer einen starken Glauben daran, dass die Rezepte doch noch immer funktionieren könnten, dass wir auf eine freie Marktwirtschaft setzen. Was eine besondere Stärke des Buches ist, ist, dass es sehr interdisziplinär ist. Also dass es offensichtlich von einer Person auch geschrieben wird, die sich nicht so klar einer bestimmten Disziplin zuordnen lässt, wie das heute ja oftmals gefordert wird. Also es gibt natürlich sehr starke Bezüge zur politischen Ökonomie, ich denke, das ist ganz offensichtlich. Es gibt aber auch sehr starke Bezüge zur Kultur- und Sozialanthropologie, indem er sich sehr stark tatsächlich und ganz, ganz genau und feingliedrig auch mit dem Funktionieren von anderen Wirtschaftssystemen und Gemeinschaften beschäftigt hat, das dann natürlich schon hilft, so bestimmte Argumente außer Kraft zu setzen, wenn man sagt, naja, in bestimmten Modellen, also diese Modelle sind vielleicht in sich logisch, aber wenn wir tatsächlich auf die Gesellschaft schauen und wenn wir tatsächlich schauen, wie Gesellschaft funktioniert, dann sehen wir eigentlich etwas ganz anderes und dann funktionieren diese Modelle nicht. Ich habe drei Fragen eigentlich, die sind aber, glaube ich, leicht zu beantworten. Die erste Frage ist rein begrifflich. Wieso spricht Polanyi bezüglich dieser Idee eines sich selbst regulierenden Marktes von einer Utopie? Weil der Begriff Utopie ist doch anders besetzt eigentlich. Das ist die erste Frage. Soll ich sie alle drei stellen? Vielleicht ja, dann kannst du sie vielleicht so schön verbinden. Zweitens, warum eigentlich ein solches Buch schreiben, beispielsweise nach Kapital, nach dem Kapitalbuch von Marx oder so. Also warum sich dermaßen auch, wie soll ich sagen, umständlich auszudrücken, um eine Art Kapitalismuskritik anzubringen. Was ist sozusagen da eine neue Position gewesen 1944 gegenüber dem Marxismus beispielsweise oder aber auch anderer Art von Kapitalismuskritik? Und vielleicht auch damit verbunden, warum ist jetzt tatsächlich dieses Buch wieder aktuell und warum haben wir so etwas wie eine Polanyi-Renaissance oder sowas, wenn man davon reden kann.
Was ist eigentlich, was spricht dieses Buch heute an? Also, du hast die Aktualität betont. Aber das können die Leute ja nicht wissen, diese schönen zwei Zitate, dass diese in dem Buch enthalten sind. Ja, gut, also ich gehe es, glaube ich, der Reihe nach durch, das passt doch gut. Warum spricht er von Utopie? Ich denke, dass er geht davon aus, und das hat sehr stark mit diesem Begriff der Doppelbewegung zu tun und auch mit dieser, wie ich das genannt habe, eher funktionalistischen Darstellung, dass er sagt, es gibt diese Idee einer Marktwirtschaft, eines selbstregulierenden Marktes, die wird natürlich auch mit aller Kraft versucht durchzusetzen, aber es bilden sich sofort Schutzmechanismen in der Gesellschaft, dass das letztendlich gar nicht möglich ist, die in ihrer vollen Kraft durchzusetzen, weil sich die Gesellschaft scheinbar automatisch in irgendeiner Weise dagegen wehrt. Also weil es mit solchen Verheerungen verbunden ist, tatsächlich einen selbstregulierenden Arbeitsmarkt durchzuführen, wenn Menschen davor völlig anders gearbeitet und gelebt haben. Das heißt, sie waren von ihrem Land abhängig, waren selbstversorgend und so weiter. Das heißt, es bleibt in gewisser Weise eine Utopie, weil es in dieser reinen Form nicht durchgesetzt werden konnte, weil sich scheinbar automatisch Schutzmechanismen herausbilden. Also keine Illusion, sondern Utopie, immer noch. Genau, ja, das ist natürlich, genau, so gut bin ich natürlich auch nicht. Was du beschreibst, ist ja eine Illusion, ja, oder genau. Ein falscher Glaube, oder, ja, ja. Mhm. Genau. Aber er verwendet diesen Begriff. Genau, er verwendet den Begriff der Utopie. Dann, warum dieses Buch nach Marx? Ja, also ich würde sagen, er grenzt sich schon manchmal implizit, manchmal explizit auch vom Marxismus ab, vor allem in einer Form, oder ich würde sagen auf unterschiedlichen Ebenen. Einerseits hebt er sehr stark diese Marktförmigkeit hervor und sagt beispielsweise, das Zentrale ist jetzt nicht unbedingt die Eigentumsform oder so, was im Marxismus noch mal viel deutlicher wäre, dass es sozusagen um Privateigentum geht und dementsprechend um Kapitalisten, Kapitalistinnen und Arbeiter, Arbeiterinnen. Da würde er sehr viel stärker, und deshalb spricht er auch von Marktwirtschaft, auf dieses Marktprinzip sich beziehen. Und dann, also wo er das relativ explizit auch macht, aus meiner Sicht, ist, dass er sagt, naja, also einerseits so, und das hat mit dieser Unterscheidung zwischen Arbeiterinnen und Kapitalistinnen zu tun, da kommen viele Akteurinnen zu kurz, und da kommen halt vor allem Akteure zu kurz, die er sich auch angeschaut hat in seinen Analysen von unterschiedlichen Wirtschaftssystemen, nämlich vor allem Bauern und Bäuerinnen. Und was er auch, wo er das auch relativ explizit macht, ist, dass er sagt, der Marxismus und vor allem in dieser Zeit, also das ist auch vielleicht nochmal was anderes als der westliche Marxismus heute, geht sehr stark davon aus, dass es die Arbeiterinnen sind, die die Welt vorantreiben und die Geschichte machen. Und er sagt, aus dem, was er sich angeschaut hat, ist es nicht unbedingt der Fall, weil er Gesellschaft viel stärker als Ganzes fassen würde und sagen würde, was wir eigentlich sehen, ist, dass es unterschiedliche Koalitionen auch gibt diesbezüglich, zum Beispiel, wenn es um den Selbstschutz der fiktiven wahren Arbeit geht,
wahre Arbeit geht. Dann ist die Arbeiterinnenbewegung ganz zentral, wenn es um den Selbstschutz in Bezug auf Boden, also das heißt um Land geht, um Landkonflikte. Dann gibt es ganz andere Koalitionen und dann sieht man interessanterweise auch, dass es oft Koalitionen zwischen Bauern, Bäuerinnen und Großgrundbesitzerinnen gibt. Das finde ich jetzt vor allem auch in Bezug auf die Aktualität recht relevant, wenn wir uns heute Landkonflikte international anschauen zum Beispiel. Und damit auch nochmal zur Frage, warum ist das wieder aktuell? Ich glaube, also das hat, einerseits hat es schon aus meiner Sicht zu tun mit dem, mit der Erkenntnis, dass es eine Krise des Neoliberalismus gibt und dass man nicht so genau weiß, wie man darauf reagieren sollte. Der Begriff der Great Transformation ist beispielsweise in einem Gutachten des WBGU, das ist der Deutsche Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen, die im 2011 ein Gutachten gemacht, das hieß Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Das war ein sehr wichtiges Gutachten, weil es so tatsächlich diesen Begriff ganz prominent aufgenommen hat. Und ich glaube, der Hauptpunkt besteht so ein bisschen darin, zu sagen, wir brauchen den Staat irgendwie doch. Das ist so, das ist sehr oft die verkürzte Darstellung dessen, wofür Polanyi herangezogen wird. So in die Richtung, wir brauchen eine Transformation, weil wir es mit unterschiedlichen Krisen zu tun haben und diese Krisen sind auch verflochten und wir erkennen, so nur mit Markt wird das schwierig werden wahrscheinlich und deshalb brauchen wir sowas wie einen aktiven Staat. Wenn wir uns jetzt, also wenn wir uns Polanyi anschauen, dann geht das natürlich schon sehr viel weiter. Und deshalb habe ich auch gesagt, dieses dritte Kapitel wird dann nicht mehr so stark rezipiert, weil da geht es im Grunde um einen, da geht es um einen Übergang von der Marktwirtschaft oder vom Kapitalismus zum demokratischen Sozialismus. Und das ist natürlich, er beschreibt auch ein bisschen mehr als nur einen aktiven Staat. Ja, vielen Dank noch einmal.